बादा मस्त बादा आशा में अहमदियत चलता है दौर मीना ओ जाम अहमदियत। Im Lichte dieses Verses finden jährlich auf dem nationalen Ijtimaa der Majlis Hudamul Ahmadiyya Wissenswettbewerbe statt. In 15 verschiedenen Wissensdisziplinen messen sich hunderte Hudam vor tausenden von Zuschauern. Die Wissenswettbewerbe bilden einen Schwerpunkt des Ijtimaas. Hudam bereiten sich Wochen und Monate für diese drei Tage vor. Parallel finden auf dem Ijtimaa-Gelände verschiedene Wettbewerbe statt. Ein großes Organisationsteam ist für den reibungslosen Ablauf zuständig. Drei Tage Wissenswettbewerbe, ein Highlight auf dem Ijtimaa. Bevor die Khudam am Samstag auf der großen Bühne an der Endrunde der Disziplinen teilnehmen können, gibt es verschiedene Vorqualifikationen. In dieser Vorauswahl werden die besten 5 Khudam ermittelt. Auf dem großen Ijtimaa-Gelände finden zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten die einzelnen Wissenswettbewerbe statt. Die meisten Teilnehmer registrieren sich für den Rezitationswettbewerb, den Nazm-Wettbewerb oder den Asan-Wettbewerb. Dutzende Teilnehmer messen sich in verschiedenen Disziplinen. Juroren bewerten die einzelnen Teilnehmer in ihrer Disziplin. Gemessen an einem vorgelegten Kriterienkatalog werden Punkte vergeben. Wer am Ende die meisten Punkte erreicht, schafft es in die Endauswahl. Bei diesem hohen Niveau ist es nicht immer leicht, eine Entscheidung zu treffen. Das war für mich wirklich eine schwierige Stunde. Ich habe so gute Rede gehört, das war für mich manchmal sehr schwierig zu entscheiden, wer ist der Beste. Für mich waren viele die Beste waren, aber Entscheidung zu treffen als Hauptrichter, das war für mich, das hat mir schwer gefallen. Bis man tatsächlich hier auf dem Ijtimaa an einem der Wissenswettbewerbe teilnehmen kann, ist davor ein langer Weg zu bewältigen. In den über 50 Zonen der Majlis Hudamul Ahmadiyya Deutschland fanden Monate vor dem Ijtimaa Wissenswettbewerbe auf der lokalen Ebene statt. Nur wer dort die ersten 2 Plätze erzielt, darf hier antreten. Dementsprechend ist die Vorfreude bei den Teilnehmern überragend. Die Organisation versucht im Lichte des Koranverses, die Wettbewerbe zu organisieren. Die Wissenserweiterung, insbesondere die Erweiterung des religiösen Wissens, war einer der Gründe, die Hazrat Muslim Maud Razi Anhu bei der Etablierung der Majlis Hudam Ul Ahmadiyya erwähnte. Deshalb führen wir die Wissenswettbewerbe durch, um im Lichte des Verses wetteifert miteinander in guten Dingen Wettbewerbe durchzuführen. Jede einzelne Disziplin wird äußerst genau geplant. Die verschiedenen Stationen müssen betreut, Juroren eingeplant und zu guter Letzt die Ergebnisse ausgewertet werden. In verschiedenen Meetings werden die Details besprochen. Schon Wochen vor dem Ijtimaa hat man mit dem Organisieren begonnen. Unsere Abteilung beginnt schon lange vor dem Ijtimaa mit der Organisation. Hierzu zählt die Koordinierung der einzelnen Disziplinen. Es gibt 15 verschiedene Wettbewerbe, darunter Einzel-, aber auch Gruppenwettbewerbe. Für viele Khudam ist es eine Selbstverständlichkeit, am nationalen Ijtimaa teilzunehmen. Es gibt jedoch auch Khudam, die in ihrem Leben noch nie die Möglichkeit hatten, ein Ijtimaa zu erleben. Die Gesetze ihres Heimatlandes erlauben es nicht, dass Veranstaltungen wie das Ijtimaa durchgeführt werden. Dementsprechend ist die Teilnahme an dem Ijtimaa und den einzelnen Wissenswettbewerben für sie mit besonders vielen Emotionen verknüpft. Das ist mein erstes Ijtimaa hier in Deutschland. Ich erinnere mich sehr gut. In meinem Kindesalter gab es in den 80er Jahren die letzten Ijtimaas in Rabwa. Nach dem Gesetz durften danach keine Ijtimaas mehr stattfinden. Ich bin das erste Mal hier. Ich kann meine Gefühle nicht in Worte fassen. In Pakistan war so eine Art von Veranstaltung nicht möglich. Es gibt aber auch Khudam, die zwar ihr ganzes Leben in Deutschland gelebt haben, aber trotzdem nicht an einem Ijtimaa teilnahmen. Sie fanden erst vor kurzem ihren Weg zur Ahmadiyya Muslim Jamaat. Für diese Khudam gab es auf dem Ijtimaa etwas Besonderes. Ein Redewettbewerb wurde für sie organisiert. Sie hatten die Möglichkeit, zu verschiedenen Themen eine kurze Rede zu halten. Für sie eine neue spirituelle Erfahrung. Also es ist ja immer unterschiedlich. Ich war sehr nervös, aber ich habe Allah gebeten, dass er mir hilft und
dass ich das letztendlich so abliefern konnte und leisten konnte, verdanke ich Allah, weil er mir dann im Herzen diese Kraft gegeben hat. Neben den Einzelwettbewerben gab es auch verschiedene Gruppenwettbewerbe. Hier traten verschiedene Zonen gegeneinander in den Disziplinen an. Als Team versuchte man, die bestmögliche Leistung zu erbringen. Samstagnachmittag. Wer es hierher schafft, gehört zu den Besten der einzelnen Disziplinen. In der großen Halle vor Hunderten von Khudam werden die ersten drei Positionen ermittelt. In jeder Situation war er in der Liebe seines Geliebten versunken. Seinen Zustand beschreibend sagt er: O Leute, die mich Gaffe nennt, höret, dass ich nach der Liebe zu Gott am meisten in der Liebe des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam versunken bin. Falls dies Unglaube ist, dann schwöre ich bei Gott, dass ich der größte Kafir bin. Mustafa, tera behad ho salam. Betete sehr inbrünstig für den Häuptling und dessen Frau und schrieb ihm, dass ich sicher sei, dass Gott die Gebete von ihm und meine Gebete erhören werde. Khubi mek kamar hai. Deswegen solltet ihr euch bemühen, wahre Liebe für diesen großartigen und majestätischen Propheten zu entwickeln, sodass ihr im Himmel zu jenen gezählt werden möget, die Erlösung erlangt haben. Das Niveau ist hier überragend. Das Wettbewerb an sich, konnten wir hören, war echt sehr, also war schon richtig hart. Und die Khudamen sind echt gut vorbereitet gewesen auch. Und man merkt auch, dass das Niveau auch der NISM-Vortragenden wächst, Jahr zu Jahr. Und deswegen muss man halt immer in Form bleiben, immer in Übung bleiben. Am Sonntag schließlich findet die Preisverleihung statt. Nach einem langen Weg haben die Gewinner es endlich geschafft. Eine Platzierung auf dem Ijtema der Majlis Khudamul Ahmadiyya. Und auch diejenigen, die es nicht unter die ersten drei geschafft haben, werden es nächstes Jahr sicher wieder versuchen und in guten Dingen miteinander wetteifern. Hey, bada mast bada, aasham ahmadiyyat. چلتا ہے دور مینا او جام احمدیہ